So, jetzt kommen wir zu deiner nächsten Beantwortung. Du schreibst, alles im Koran ist heute noch aktuell, denn das Wort Allahs ist ewig und das und zeitlos. Und nun? Nun, ganz einfach. Die Schrift ist zwar geduldig, aber die Zeit an sich ändert sich ja. Das heißt, heute die Medizin haben wir einen ganz anderen Stand wie vor 1600 Jahren. Das ist also auch ganz wichtig. Mohammed hat nicht 1600 Jahre gelebt, das konnte er auch gar nicht. Und er hat nur Visionen gehabt in seiner Zeit, das heißt in seiner Ebene. Und wenn da irgendwas steht wie und fahre deinen Karawan weg oder sonstige als Beispielsätze, dann ist das veraltet. Das war ja in seiner Zeit. Als ich dann sozusagen bei dem höheren Wesen war, habe ich gefragt, warum ist denn niemand auf die Idee gekommen, das zu aktualisieren immer? Das ist doch legitim, habe ich Gott gefragt. Mohammed habe ich auch gefragt. Mohammed sagt, ja, aber die Leute sind halt nicht so klug wie du. Und die meisten immer noch in Dogmen. Also die haben diese Superdition-Fähigkeit nicht bekommen. Das ist einfach so. So, okay. Das heißt, theoretisch ist das Wort im Endeffekt zeitlos, aber gewisse Sachen könnte man erweitern als Beispiel. Und sagt Mohammed, genau. Denn Karawanen gab es früher. Aber heute gibt es Autos und Fahrräder. Das heißt, der Koran an sich ist zeitlos in dem Sinne, da ist die Grundbasics, die ändern sich nicht wie die, du sollst zum Beispiel bei den 10 Geboten, du sollst die Eltern ehren, du sollst nicht lügen. Das sind so Basics, die sind immer zeitlos und die werden sich auch nicht ändern, weil die so Grundmatrix sind. Aber wie zum Beispiel Karawane. Oder Brunnen Wasser holen, das gibt es zumindest in westlichen Ländern in den meisten Fällen nicht. Ne? Wir haben halt, wenn wir Wasser haben, haben wir so einen Wasserhahn, wenn wir Tee trinken machen wollen, ne? Zack, und zack, machen wir den auf und dann kommt Wasser raus. Ne? Und viele andere Sachen, wie die Heirat, dass wir gehen wenn derjenige heiratet entweder in der Synagoge oder in der Moschee oder halt eben in der Kirche etc. Pipapo, aber es gibt zusätzlich das Amt, ne? Es gibt ja die Justitia und die sagt, damit wir das akzeptieren und in einem geregelten Verhältnis leben, wird natürlich geheiratet im Standesamt. Ne? Und das sind so Sachen, die stehen halt nicht drin, weil es zu der damaligen Zeit nicht Justitia gab. So weit haben die Leute halt nicht gedacht. Ne? Und beziehungsweise es gab schon bestimmt Leute, die daran gedacht haben, aber die hat man entweder gekillt aus Spaß, weil das ihnen zu krass war, oder man hat sie ausgelacht und als verrückt abgestempelt. Ne? Also, habe ich gesagt, so ist das also. Dann haben die gesagt, ja, genau so ist das. Ach, danke. Und sie so, Swarik, kein Thema, bitte gerne. Ne? Also, da ist das im Endeffekt gedacht. Darum geht es. Also, die Zeitlosigkeit, die hast du ja drin. Die hast du immer drin, aber nur in diesem Kontext. Die Ewigkeit ist die Schrift nicht, weil eine Schrift kann eben nicht. Ne, das ist ja nur niedergeschrieben, das ist ja tot letztendlich. Wir schreiben, die Menschen schreiben was nieder, aber danach geht es ja nicht weiter, wenn sie nicht weiter dran arbeiten. Ne? Das ist wie ein Buch zum Beispiel, da gibt es Bücher wie Harry Potter, da wird Harry Potter älter. Jetzt stellt euch vor, Harry Potter hätte immer nur den ersten Teil geschrieben und danach, ja, heilig und darum machen wir nichts mehr. Dann würden die Autoren sozusagen sagen, ja, morgen, aber der wird doch älter, Menschen werden doch älter. Ja, von der Logik her schon. Also, Harry Potter 2, 3 und so weiter. Darum sind die. Und so im Koran, also kein Problem, sagt das höhere Wesen. Kein Problem, das weiterzuschreiben. Einfach erweitern und dann neue Zeiten, Jahre 800, Jahre 1000 und dann das passiert. Ne? Natürlich gibt es da auch die Schriften, sowas wie halt dementsprechend, was viele machen halt, wie auch in der Tanach, die Tanach, danach der Tanach gibt es den Talmud. Aber das ist einfach Quatsch. Weil wenn ich das Hauptteil nicht erweite und dann nur sage, das macht der, ja, dann habe ich ein Problem. Weil dann wird das immer getrennt und dann gibt es immer wieder Leute, die das ausnutzen und immer wieder sich auf irgendwo Sachen beruhen, die gar nichts mehr in dieser Zeit zu tun haben. Ne? Und das sind schwache Leute, die das tun. Also das sind wiederum sehr viele Luziferianer auch. Weil die Luziferianer, die wollen ja nicht,
dass sich was weiterentwickelt. Wenn sich was weiterentwickelt, fängt die Kontrolle weg. Und die Sith Lords, die Luciferianer genannt auch werden können, die wollen nur Kontrolle haben und das pure Böse auf der Welt rauslassen. Und darum wollen sie nicht, dass sich etwas erweitert oder modernisiert zum Beispiel. Das wollen die nicht, weil die haben nicht Angst, ne? Die wissen das und sind richtige schlaue Leute, aber die wissen ganz genau Macht und diesen Machtbesitzen, so wie Lucifer selbst nur Macht will und nur für sich selbst eigentlich missbrauchen, nur für sich selbst das tut, aber für andere gar nicht. Aber sie tun sich sehr gut verstellen und es gibt wenige, die sie enttarnen können. Okay? Also, das ist damit gemeint. Ich hoffe, das war jetzt so klar.